Hallo, liebe Zuschauer des Elbkick TV. Ich habe am 25.06.1976, lange her, voller Stolz meine B-Lizenz erworben in Ochsenzoll. Mein Ausbilder und Förderer damals war Verbandssportlehrer Günther Grotkopp. 18 Jahre lang war ich Kollege von ihm beim Hamburger Fußballverband. Jetzt ist er tot. Am letzten Samstag friedlich eingeschlafen, wurde 88 Jahre alt. Hamburg trauert, verliert einen guten Menschen, eine Institution, eine Koryphäe. Viele Menschen, unzählige Talente und Trainer gingen durch seine Hände oder auch Schule, wenn man so will. Hat er ebenso wie den Hamburger Fußballverband über 29 Jahre geprägt, liebenswert und mit großem Fachwissen. Bis auf zeitweiliges Hüftleiden war er noch relativ gut drauf, immer. Ein Stock half ihm beim Gehen. Beim Hamburger Fußballverband Treffen beim Hotel oder im Hotel Steigenberger im letzten Jahr haben wir noch gefachsimpelt. Seine Tochter Antje hat ihn begleitet. Sein Nachbar Bert Ehm hat ihn immer noch zuletzt beim Bäcker und Einkaufen getroffen. 1952 bis 1954 war er Assistent beim Hamburger Fußballverband unter dem damaligen Verbandssportlehrer Hans Sauerwein. Das wurde unterbrochen, weil er Vereinstrainer wurde bei Hamborn 07 und von 59 bis 1962 bei Hannover 96. Vom 1.10.1962 bis zum 31.01.1989 war er 27 Jahre lang Verbandssportlehrer beim Hamburger Fußballverband. 1985 verlor er in Koblenz das Länderpokalfinale gegen Rheinland nach 1:1 und der Verlängerung und Elfmeterschießen. Sein größter Erfolg jedoch war 1986 als A-Junioren-Länderpokalsieger mit 3:2 gegen Niederrhein. Mit dabei unter anderem damals Stefan Effenberg, Holger Stanislawski, Ralf Jester, André Finke und Oliver Dittberner. Ab 1980 übernahm er noch viele Jahre als Trainer die Knastmannschaft, sage ich mal so, von Eintracht Fuhlsbüttel zusammen mit Gerd Mewes, der es heute noch macht, und Sebbel Weiß. Kurios und typisch für sein Fitsein, mit 70 Jahren, also 1996, sprang Günter Grotkopp nochmal einige Monate beim Hamburger Fußballverband als Verbandssportlehrer ein. Sein Nachfolger damals, Ralf Scheer, wechselte nämlich zum Hamburger Sportverein. Bis sein endgültiger Nachfolger und heutiger Verbandssportlehrer Uwe Jahn kam. Jetzt ist Günter von uns gegangen. Sein Reihenhaus am Lobeckstieg in Lockstedt steht leer. Und bei Facebook liest man Einträge, die unter die Haut gehen. Er wird allen in bester Erinnerung bleiben. Das war's von mir. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.